Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Piontron Veranstaltungstechnik. Wie ihr seht, haben wir wieder ein Paket vom Music Store und es ist nur ein Meter oder über einen Meter lang. Aber ja, ich würde sagen, wir packen es aus. Es ist ein LED-Stab von American DJ, aber wie es genau aussieht, sehen wir jetzt. Dein Katalog ist nicht dabei. So. Ups. So, ihr seht, hier ist das Produkt. Ja, ihr seht auch, wir nehmen den Gimbal noch auf. So. Wir müssen auch ein bisschen schneller machen, denn die Kamera nicht so viel abholen. Also es ist eben so eine Leiste, womit man verschiedene... Entschuldige, ich hätte erzählen, ne? Ja. Und es handelt sich hierbei um das American DJ LED Color Tube 2. Und was der Inhalt ist, seht ihr jetzt. Doch, das ist immer so findet. Also, wir haben drei Standfüße, eine Fernbedienung, dass wir ja auch mal spaßeshalber ausprobieren können, ob wir mit der anderen Fernbedienung von meinem LED-Licht was machen können. Und dann haben wir zwei Bandhalterungen. Und und ein bisschen Gebrauchsanweisungen, was keiner braucht. Und so. Wollen wir es schon aufbauen? Ja. Gut. Wir machen es jetzt mal nicht mit den Wandhalterungen, weil ja, nicht hier montiert werden soll. Ah. Das ist doch. Aber das Netz, den Test sollten wir ja in einem anderen Video machen, ne? Oder wie viel Rohdatei haben wir? 4 Minuten, ja. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Videos, und zwar dem Test. Das sind ja schon sehr schöne Effekte, die man mit der American DJ Color Tube 2 erzeugen kann. Und wenn ich jetzt mal auf Rot drücke, was färbt jetzt? Das ist rot, das ist grün, das ist blau, das ist weiß. Und jetzt gibt es hier die Effekte. Aber den hier. Den hier. Und den hier. Da dies RGB ist, kann man auch auf der Fernbedienung wie bei LED-Strips oder anderen RGB-Leisten oder anderen RGB-Produkten viele Farben auswählen. Man kann hier Gelb machen. Was okay. Man kann auch mit anderen Fernbedienungen von LED-Strips diese LED-Röhre, nenne ich sie jetzt mal, bedienen. Hier von der Sektorenmarke Izzy. Izzy? Hier. Und das für 28 Euro oder zurzeit auf Amazon für 23 Euro ist wirklich ein, wie ich finde, angemessener Preis dafür, dass man den Link findet ihr natürlich in der
Info. Box. Nee, in der Videobeschreibung. Und ja, genau. Ich würde sagen, ja, also es kann auch sein, dass hier oben irgendwo im Videorand Werbung steht, da wir einfach auf der sicheren Seite sein wollen. Aber das Produkt ist natürlich selbst gekauft und nicht gesponsert. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal ein paar Epic Shots oder ein paar Aufnahmen davon. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, ciao.